Heute im Gespräch für berlinalive.de ist die wunderbare Schauspielerin Sibylle Vauri, die jahrelang, jahrzehntelang mich persönlich begleitet hat als Anglerschildkeck in der Lindenstraße. Es abstürzen lässt, sehr schön, voll Profi. Hallo Sibylle, schön, dass du da bist. Hallo, ihr seht mich noch, ja, super. Hallo. Ja. Ich sehe dich und die Kamera sitzt auch wieder und wenn sie nochmal hinfällt, dann ist es eben so. Okay. Die Lindenstraße hat aufgehört zu existieren und die Welt hat daraufhin zugemacht. Schön, oder? Also ich finde schon, dass alle Anteil genommen haben, fand ich schon toll. 8,5 Milliarden Menschen haben ihrer Trauer Ausdruck verliehen. Genau, das ist schon echt ein Kotau. Ja, also lebensveränderte Situationen, egal wo man hinguckt. Es ist schon echt ein hartes Jahr gerade. Ja, du bist ja also ewig einfach in der Lindenstraße gewesen von Anfang an. Werdet ihr denn, sagen wir mal, die Abschiedsfeier noch nachholen? Wie geht's denn jetzt weiter? Also ich meine, das muss ja eigentlich noch mal begangen werden. Genau, also wir hoffen das alle, aber wie alles in dieser Welt gerade, kann keiner Pläne machen, kann keiner irgendwas mal sagen, was irgendwann sein wird. Keiner weiß, wann wir uns in größerer Menge treffen können. Aber wenn wir das Ende nochmal feiern, dann wollen wir das halt in richtig großer Runde feiern. Also das Fest, das anberaumt war, das dann abgesagt wurde, ich weiß nicht, wie viele 100 Menschen das waren, ehemalige Autoren, Schauspieler, Crew, Team, vom WDR wahnsinnig viele Leute. Das wäre ein richtig schönes, großes Fest geworden. Ich bin auch einfach darüber ein bisschen traurig auf der einen Seite, aber man kann, ja, wenn es gar nicht anders geht, auch eine Zoom-Party machen mit allen. Was hältst du davon? Nee, also ich bin wirklich durch mit Zoom-Partys. So schön das ist, jetzt mit dir was zu machen, aber sobald mehr als 4 Leute da sind und ich habe halt auch Scherze unterrichtet über Zoom, das funktioniert alles. Aber ich finde es echt anstrengend. Also ich bin es halt auch nicht gewohnt, in den Computer zu gucken. Mein Mann ist ja Drehbuchautor, das heißt, der ist die ganze Zeit in irgendwelchen Meetings, in Konferenzen mit Leuten. Das ist der quasi gewohnt und sitzt sowieso am Schreibtisch. Ich habe mir das Gefühl, der Kasten ist halt doch irgendwie ein bisschen klein. Aber wie du vielleicht siehst, ich habe gelernt, Licht von vorne, auf den Hintergrund achten. Wir haben zwar gerade noch mit der Kamera rumgebastelt, aber weiß nicht, wie es dir geht. Man lernt völlig abstruse Sachen, die man nie wissen wollte. Es geht mir auch total so. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe mir also erstmal so ein schönes Ringlicht bestellt und festgestellt, ich sehe also 10 Jahre jünger aus. Dann habe ich mir eine professionelle Kamera bestellt und habe festgestellt, jetzt sehe ich wieder 10 Jahre älter aus. Also ja, ne? Man lernt. Und ich habe halt Stürzenhilfe bekommen, ein bisschen, weil ich über das Easy Berlin habe ich halt unterrichtet und dann hatte ich wenigstens ein Mikrofon, dann habe ich kapiert, dass mein Laptop nicht so toll ist, wie ich das dachte und all solche Dinge. Und es gibt ja so viele Plattformen, die man dann alle irgendwann durchhört, immer so, worüber lädst du denn ein? Was machst du denn? Das ist ein bisschen schräg alles. Die Lindenstraße ist ja eine Weekly gewesen, also eine Serie, die wöchentlich ausgestrahlt worden ist und auch sozusagen immer eine Folge pro Woche gedreht worden ist. Das heißt also, viele Darstellerinnen, Darsteller, Schauspielerinnen und Schauspieler hatten einfach auch ein bisschen noch Zeit, nebenher andere Sachen zu machen. Das hast du ja auch gemacht. Du hast es gerade schon angedeutet, du hast irgendwie in den letzten Jahren ja angefangen, Shiatsu zu machen, zu lernen. Genau. Kannst du ein bisschen was darüber sagen? Also ich meine natürlich auch spannend, wie du es jetzt mit Zoom machst. Also kann ich mir ein bisschen schwer vorstellen, weil da geht es ja eigentlich ums Anfassen. Ja, genau. Also Shi, weil du gerade am Namen schon ein bisschen hinkst. Shi ist der Finger und Atsu ist der Druck, was natürlich über das Handy jetzt so ein bisschen spooky ist. Aber unsere Schüler werden ja schon länger unterrichtet. Das heißt, ich habe das erst selber gelernt, wirklich nur für den Hausgebrauch. Gebe jetzt Shiatsu in der eigenen Praxis und unterrichte halt auch an der Schule. Und wir durften uns halt alle nicht mehr anfassen. Praxis zu, Schule zu, alles war im Lockdown. Und dann haben wir halt Wege gefunden. Das heißt, Shiatsu geht in Eigenbehandlung auch. Das heißt, Daumen irgendwo dran und selber anlehnen. Und das Ganze geht halt über die Meridiane, geht wunderbar auch übers Internet. Ist aber bei weitem nicht so schön und angenehm, wie wenn man Menschen in einem Raum hat und gemeinsam dann einfach ja, das erleben darf und sich berühren darf. Das hat schon eine sehr andere Qualität. Der Zauber, einfach auch beieinander zu sein und sich anzufassen, das muss ich dir sagen, das fehlt mir eigentlich wirklich sehr.
jetzt in dieser ganzen Zeit. Also ich weiß, es gibt viel schlimmere Sorgen auch auf der Welt gerade und ganz schlimme Probleme. Aber wenn ich so ganz persönlich gucken würde, dann fehlt mir das Anfassen. Ja. Und ich habe ja die Luxusversion, dass ich noch eine 21-Jährige und eine 16-Jährige hier wohnen habe und einen Mann, der im Lockdown die ganze Zeit hier war und einen Hund. Also das heißt, ich konnte mich schon austoben. Aber es ist einfach, es ist irrsinnig, plötzlich diese Angst zu spüren, die da draußen ist, wenn man jemandem begegnet, dass Leute vor einem weggehen auf der Straße. Ich fand es schön, dass es so leer war. Ich konnte es total genießen. So wummrig und lebendig die Stadt ist, diese Ruhe, die plötzlich eingekehrt ist und dass man die Sterne wieder sehen konnte, fand ich unglaublich schön. Aber der Umgang untereinander hat sich schon nicht unbedingt zum Besseren verändert. Anfangs fand ich ja schon. So die ersten Wochen, da hat man so gemerkt, es gibt eine Solidarität, wir tasten uns alle an die Situation ran und dann ist es so ein bisschen wieder gekippt, ne? Also die Vorsicht auf jeden Fall, die war natürlich angenehm, dass man dachte, Leute passen auf, aber die war ja immer sehr verknüpft mit Angst, dass plötzlich ein Mensch was Bedrohliches ist, ein anderer. Vorhin habe ich mit jemandem gesprochen, das war ganz niedlich, weil der halt, wir kennen Freunde, die haben halt 5 Kinder und wenn die dann mit Mama, Papa, Oma, der ganze Haushalt unterwegs waren, haben die halt den Bürgersteig voll gemacht. Und da sind Leute halt weggesprungen, wenn so eine 3-Jährige wie immer halt auf Leute zurennt irgendwie. Und er hat es dann halt verglichen, es war wie wenn ein Dobermann auf einen zukommt. Plötzlich so, oh Gott, ein Kind, es könnte ein Überträger sein. Und das ist schon was, was mir schwerfällt, das hinzunehmen. Ja. Die aktuelle Lage ist ja so ein bisschen das eine und die Frage, wie geht es denn weiter, auch auf die Zukunft ausgerichtet, ist ja auch so ein bisschen das andere. Also ich hatte jetzt gesprochen mit dem Kabarettisten Christoph Sieber, auch hier für die berlinalive.de-Plattform und der sagte so ein bisschen, naja, Menschen brauchen ja auch so Planung. Man möchte ja gerne auch wissen, was dann einfach passiert. Weißt du denn jetzt schon so ein bisschen genaueres, wie, sagen wir mal, bei dir zum Beispiel in der Shiatsu-Praxis einfach dann bald wieder in Richtung Normalität geht? Wann vor allem? Dann hätte ich die große Kristallkugel. Aber am 9. Mai, wo ich ja 50 wurde, was ja alles irgendwie hier die Veränderung nehmen kein Ende, hat Berlin beschlossen, dass wir auch wieder arbeiten dürfen oder bundesweit sogar. Das heißt, die Praxis ist schon mal offen, aber die Praxis bedeutet Mundschutz, noch 5-mal Hände waschen, weniger Leute natürlich, weniger Menschen in dem Raum. Aber das war für mich schon mal natürlich so eine Tür auf zur Normalität. Auch in der Schule dürfen wir wieder unterrichten. Das heißt, ich habe wieder mehr Menschenkontakt. Aber wo das hingeht, wann der zweite Lockdown kommt, ob der zweite Lockdown kommt, meine Chefin hat nur gesagt, wir arbeiten auf Sicht. Also von Woche zu Woche wird das Leben verändert. Und wie du ja weißt, ich bin Planungswahnsinniger. Also was gibt es zum Abendessen? Wo sind wir nächste Woche? Wer ist wann wo? Ich habe einen ziemlichen Kontrollzwang. Und das ist halt auch ganz schön, dem kann ich gerade nicht nachgeben. Ich musste irgendwann halt aufgeben. Du bist plötzlich auch mit anderen Seiten konfrontiert, die bei dir da sind. Das geht mir auch ein bisschen so. Du, ich habe mal eine Frage. Die Lindenstraße war ja immer eine politische Serie auch und hat auch viel eigentlich gesellschaftlich bewirkt. Also wenn ich daran denke, also der Klassiker ist ja immer der schwule Kuss, der erste schwule Kuss oder der erste AIDS-Tote. Das sind jetzt zwei Punkte aus dem, sagen wir mal, aus dem Bereich der Sexualität. Es gibt ja noch ganz viele andere Themen, die aufgegriffen worden sind. Das fehlt ja jetzt, finde ich. Oder siehst du ein anderes Format, eine andere Serie, die das irgendwie übernimmt zurzeit? Oder die, oder wo man solche Themen auf eine ähnliche Weise bespricht, wie ihr das gemacht habt? Nee, und ich fand es sehr lustig. Ich glaube, es war mit einer der letzten Fahrten, als ich von der Lindenstraße von Köln, wo das gedreht wurde, nach Berlin gefahren bin, hat die Deutsche Bundesbahn mich nicht erblödet, in dieser Zeitung, die da immer ausliegt, im Mobil, vorzuschlagen, welche Serien welches Thema der Lindenstraße abbilden würden. Also, wenn Sie einen Cliffhanger wollen, nehmen Sie Dark. Wenn Sie was Politisches wollen, nehmen Sie, also die haben alle möglichen Serien, ich glaube, es waren 7 oder sowas, die in der Lindenstraße vereint sind, wo ich dann nur dachte, naja, oder wir machen einfach weiter, weil es gibt, dieses Konzept Lindenstraße war einfach sehr einzigartig und
Noch hat es niemand aufgegriffen. Mal schauen, vielleicht kommt ja irgendwas. Ich habe ein bisschen Kontakt auch zu Fans der Lindenstraße, persönlichen Kontakt. Und mal davon abgesehen, dass ich ja auch ein Fan der Lindenstraße bin, was man auch natürlich daran merkt, dass auffällig viele Menschen von der Lindenstraße hier bei berlinalive.de interviewt werden. bei Anja Antonowitsch haben wir es übrigens verschwiegen. nur über ihren Tatortkram da gesprochen. Die Fans sind ja wahnsinnig treu, also irre treue Fans hat die Lindenstraße über Jahre, Jahrzehnte gehabt. Mit ein paar habe ich gesprochen, die meinten, sie fänden es eigentlich auch toll, wenn man mal zum Beispiel einen Kinofilm machen würde. Und ein paar hatten jetzt überlegt, also ich sag's mal ganz salopp, eine Crowdfunding-Kampagne dafür zu machen. Sehr lieb. Die haben auch im Internet, gibt es eine Gruppe, die selber Drehbücher weiterschreiben. Was wäre, wenn? Was würde passieren? Also wir haben da echt sehr kreative Fans, die sich wirklich, die eben auch... Wie geht's denn weiter mit Tanja? Was ist denn los? Was ist denn der aktuelle Stand? Ich lese das nicht, weil mir das Herz brechen würde. Okay. Ich bin ja so froh, dass Tanja in eine sichere Zukunft gegangen ist. Wenigstens bei der ist jetzt Planungssicherheit. Sie wird heiraten und glücklich werden. Auch der Friseursalon wird nicht pleite gehen an Corona. Alles im Aufhalt. Ich finde, also das finde ich auch irgendwie eine total schöne Entwicklung, weil Tanja Schildknecht hat ja so ungefähr alles im Leben erlebt oder getan, was nur möglich ist. Oder getan, genau. Ja, schön war das ja nicht, was die da gelebt hat. Mhm. Ja, zum Ende war es dann okay, ne? Da wurde sie dann ein bisschen lieb. Naja, dann wird der Sohn überfahren und dann trennt sie sich noch fast von ihrem Mann. Es war alles immer nur ein einziges gebeutelt und geschüttelt. Und deswegen rechne ich das den Autoren sehr hoch an, dass sie dem ein glückliches Ende gegeben haben. Ich finde aber total niedlich, dass sozusagen Laienautoren dieses Ende aufgreifen und sozusagen Fanfiction schreiben. Das wusste ich gar nicht. Ja. Ich kenne das nur von diesen Vampirfilmen, Twilight oder ja, so weiter, genau. Da mit Robert Pattinson und so. Da kenne ich jemanden, der das auch selber teilweise macht. Genau, die kenne ich auch. Eben, und das ist halt schön, weil ich meine, das ist ja ein Riesenphänomen gewesen, diese Twilights. Da muss ich auch oft dran denken, dass jetzt unsere Fans tatsächlich nicht loslassen können von den Figuren. Man hätte halt wunderbar, um es nochmal in die Welt rauszurufen, uns Schauspieler nehmen können und halt wirklich diese Corona-Wirklichkeit nehmen können. Du hättest die Leute ja überleben lassen können. Das Problem mit allem, was in Zukunft ist, ist einfach, es wird die Kulisse nicht mehr geben, die Wohnungen sind nicht mehr da. Also du kannst eigentlich die Lindenstraßer nur in Urlaub schicken und das ist ja zurzeit, wie wir alle wissen, nicht so richtig möglich. Deswegen sehe ich das gerade nicht. Ja. Also eine Kreuzfahrt oder einen Spaziergang durch den Wald oder Konzertbesuch oder Kinobesuch, all das wäre jetzt für die Lindenstraßler möglich, aber ja, da es ja auch für alle anderen nicht möglich ist, wäre es ein bisschen unrealistisch. Naja gut, wir lassen uns mal überraschen, was einfach passieren wird. Ich wollte nochmal auf diese Corona-Sache zurück, Sibylle. Hast du das Gefühl, du sagtest ja, vorhin hattest du so angedeutet, ja, und jetzt war irgendwie abends so ruhig oder die Vögel zwitschern oder der Sternenhimmel ist so klar. Klammer auf. Übrigens auch, weil das Wetter sehr lange sehr trocken war und der Himmel deswegen auch sehr klar war. Also Klammer zu. Also nur, dass man das auch nochmal dazu weiß. Trotzdem hat sich natürlich ein bisschen was verändert. Wie siehst du so die Lage? Hast du das Gefühl, das Virus spricht zu uns? Genau, da ich ja in der Esoterik-Community total drin bin, mit Shiatsu musste ich manchmal ein bisschen schlucken, weil wir haben uns alle lieb und wir glauben nicht daran. Also wie oft ich diesen Satz gehört habe, ich glaube nicht an Corona, da wird mir leider kotze übel, weil die Wissenschaft hat neben allem, was wir da hochspirituell arbeiten, einen Sinn in dieser Welt. Und für mich persönlich war es aber genau das Ding, Lindenstraße hört auf, ich baue die Praxis auf, ich bin mehr in der Schule, die ganze Familie hier verändert sich. Alles war so auf Zukunft gerichtet und plötzlich hat halt einer den Stecker gezogen. Für mich persönlich war es super. Ich glaube, für die Welt ist das auch könnte das ein totaler Weckruf sein. Wir hoffen, dass er nicht zu tödlich endet für zu viele Leute und auch finanziell nicht so schrecklich wird. Aber ich glaube, dass das einfach ein ganz heftiger Warnschuss ist. Und da hatten wir schon ein paar, wir hören immer nicht hin. Wäre nett, wenn wir jetzt mal was verändern. Und nochmal, Klammer auf, aber
die Verunreinigung hat schon den Himmel freigemacht. Das war schon ein sehr großer Teil davon. Es war wirklich ein anderer Himmel als sonst, wenn es trocken ist. Und ich fand es wunderbar, bei der Abendrunde plötzlich nicht mich durch 20 Leute, die besoffen und kotzend in der Ecke rennen, rumzustehen. Aber kennst du das? Also der Spruch taucht immer wieder auf. Die Welt ist halt mit uns umgegangen, also die Umwelt ist mit Menschen umgegangen wie mit einem Teenager, der sich schlecht benimmt und hat uns alle Stubenarrest gegeben. Und da gibt es ja immer Teenager, die da rausgehen und denken, okay, das nächste Mal mache ich es besser, ich reg meine Eltern nicht mehr auf, und dann gibt es die Teenager, die dann erst recht durchdrehen. Ich hoffe, wir sind die Ersteren. Das finde ich ein süßes Bild. Kannte ich noch nicht, den Spruch. Ach echt? Nee, da muss ich oft dran denken. Wir haben jetzt alle Stubenarrest, denkt mal darüber nach, was ihr die ganze Zeit macht, aber wie die Leute da rauskommen und was wir ja sehen, was an abstrusen Menschen in der Welt rumläuft und Sachen von letzten Jahrhundert, so um die 1930 wieder auspacken, ich glaube, die haben die Zeit mit Corona nicht so richtig schlau genutzt. Also die haben sich mit Dingen beschäftigt, wo mir Angst und Bange wird. Wir werden ja alle viel erzählen können über diese Zeit, wenn sie irgendwie vorbei ist und wir das hoffentlich alle gut überstehen. Ich bin ja auch Risikopatient, also ich habe ja Asthma und so weiter, und das ist auch so immer so ein bisschen so kritisch. Was ich von den ganzen Schreckensmeldungen abgesehen, die wirklich dramatisch sind, aus den USA, auch aus Spanien, Italien, Frankreich, Schweden und so weiter, Russland. Ganz spannend aber finde ist, dass wir weltweit eine Erfahrung gerade machen. Und das eine Sache ist, also ich habe viele Freundinnen und Freunde im Ausland, ja, mit denen ich auch übrigens jetzt wieder stärker in Kontakt bin, wie lustig eigentlich. Ne? Ja, da sind sie wieder. Eine gemeinsame Erfahrung. Tauschst du dich auch aus mit Freunden im Ausland? Wie ist es für dich? Dadurch, dass meine Schwiegermutter in Italien wohnt, in Pisa, da aber gerade nicht ist, die war nicht in Italien, als uns Corona erreicht hat, was ganz gut ist, weil die halt wirklich in der Toskana direkt ist. Und die war seitdem halt auch nicht wieder zurück in Pisa, aber dadurch sind natürlich sehr viele Italiener in unserem Bekanntenkreis. Und die trifft es einfach ganz anders. Oder, ne? Freunde, die ihre Verwandtschaft in Spanien haben und alles, was hier passiert, wo Leute auf die Barrikaden gehen, wo man einfach nur denkt, Leute, es ist so ein Witz, wie wir hier eingesperrt wurden, was wir an Freiheiten haben, die wir echt bitte halten sollten. Wo man wirklich denkt, haben die keine Freunde im Ausland oder gucken die sich das nicht an oder können die das nicht in ihr eigenes Leben übertragen? Und was ich halt auch gehofft hatte, eben, dass Leute dann vielleicht mal daran denken, dass sie nur zu Hause bleiben müssen mit Wasser und Strom und alles ist schön. Und dass diese Ausländerhetze und der Blick auf die Camps, die überall existieren, sich vielleicht ändert. Aber ich habe das Gefühl, bei ganz vielen Leuten ist das noch mehr zu, wir müssen unsere Sicherheit bewahren. Wir müssen also das Letzte, was sie noch an Sicherheit haben, ihre Heimat, noch mehr verteidigen, anstatt ins Mitleid zu gehen. Und das finde ich schon hart. Also mit dem Ausland zu telefonieren war in letzter Zeit nicht immer schön. Ja. Mir fällt gerade auf, dass ich tatsächlich wenige Freunde in Italien habe und das gar nicht so nah mitbekommen habe. Mhm. Wir waren halt auf Bergamo, also immer auf dem Weg zu meiner Schwiegermama. Ne? Das ist eine Stadt, die wir kennen, die wir total lieben. Und dann diese Bilder zu sehen von den Leichenbergen, das ist schon, also da halte ich mich sehr gerne an die Quarantänebestimmung. Du hast ja gerade auch noch mal gesagt, unser Lockdown war ja ein Witz dagegen, und im Prinzip muss ich ja sagen, war es ja gar kein Lockdown. Wir hatten einfach Einschränkungen und konnten im Prinzip unser Leben weiterführen wie bisher. Und ich muss sagen, mir begegnen in letzter Zeit auch im engeren Freundes- und Bekanntenkreis, also Leute, die das irgendwie nicht gut finden, die das für eine sehr starke Freiheitseinschränkung halten und sich da stark gegen wehren oder auch die Maßnahmen übermäßig kritisieren, beispielsweise die Einrichtung eines Sonder-Corona-Krankenhauses in Berlin auf dem alten Messegelände, ICC, was, ich glaube, die Zahl ist 30 Millionen Euro oder so weiter gekostet hat, das irgendwie hochzuziehen, was jetzt hoffentlich nicht gebraucht werden wird. Darüber gab es dann heiße Diskussionen, hätte man nicht was anderes mit dem Geld machen können und so weiter. Ja, wie der Virologe sagt, there is no glory in prevention. Ja, es gibt keinen Ruhm
dafür, was hinterher nicht eingetreten ist, was wir verhindern. Putin hat gut aufgepasst tatsächlich. Ne? Also es ist dieses Ding, wenn du mal einen Fahrradhelm benutzt und sagst, wieso, mir passiert doch nichts. Wäre dir was passiert, wäre der Helm echt gut gewesen. Und ich fand die Aussicht, dass alle mal zurückgezogen haben und Operationen, die nicht stattfinden müssen, vielleicht mal nicht stattfinden. Und wenn man die Bilder sieht von, also ich weiß nicht, man kann diese Bilder ja sehen, das sind existierende Orte, diese Militärzelte in New York. Da bin ich doch sehr froh, wenn unsere Regierung sagt, okay, wir sehen, das passiert da, vielleicht kann das passieren, wir möchten bitte gerüstet sein. Ich bin halt so eine Mama, die immer eine große Tasche mit Pflastern dabei hatte und sich immer freut, wenn sie sie am Ende des Tages nicht ausgepackt hat. Aber warum denn nicht, um Himmels Willen? Und ich meine, was die Regierung jetzt wirklich an Geldern auch für andere Sachen raushaut, also wirklich raushaut, ohne Sinn und Verstand oft. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade, es wird sich wieder ändern und die Autowirtschaft ist schon dabei, sich alles einzufordern. Aber erstmal hieß es, wie kriegen wir das hin? Wie können wir Leute finanziell unterstützen? Also, aber was dann wieder das andere Ding war, ich bin halt ein großer Demokratie-Fan. Und wir haben ja einfach viele Bekannte, die halt Solo-Selbstständige sind. Aber manche haben das Geld nicht gebraucht und dachten, es gibt was umsonst. Und da geht mir leider die Hutschnur hoch. Weil das war gedacht für Leute, die nicht mehr überleben können, die ein Problem haben, die wirklich ihre Kosten nicht fixen können. Und wenn dann Leute Firmen aufmachen, um noch was abzugraben, da geht bei mir wirklich so ein Solidaritätsalarm an. Und ich denke, nein, es geht nicht gerade darum, möglichst viel mitzunehmen, sondern sich mal zurückzusetzen und zu gucken, was man eigentlich an Sicherheit hat. Zumindest wird, ja, sehe ich auch so, zumindest wird es auffallen bei der nächsten oder übernächsten Steuererklärung. Das ist auf jeden Fall so, auch wenn die Finanzämter da ein bisschen mehr dann sozusagen zu tun haben. Auf meine alte Steuererklärung ist übrigens ein bisschen genauer jetzt geguckt worden, weil ich glaube, der Staat achtet gerade ein bisschen drauf, dass mehr, ja, dass man... irgendwie mehr Nachweis und so weiter, aber es muss ja auch, das Geld muss ja auch wieder irgendwo reinkommen. Du, was ja auch okay ist, ich finde sehr schön, dass es im Rahmen eben dieser ganzen Maßnahmen eben auch in Deutschland eine Förderung für Künstlerinnen, Künstler, Kulturschaffende gegeben hat, auch wenn das teilweise eben alles ein bisschen gehakelt hat, wie du auch gerade gesagt hast. Das ist eine besondere Situation. Ich glaube, dass es, also ich weiß, dass es das in wenigen Ländern auf der Welt überhaupt gegeben hat. Ja, also viele einfach gesagt haben, also uns sind andere Sachen wichtiger. Und in Deutschland war es eben so, dass uns die Kulturszene eben ebenfalls wichtig war und starke Fürsprecher sich dafür eingesetzt haben. Wir haben ja auch dieses Portal BerlinAlive.de, also deswegen ja auch gegründet, um Künstlerinnen und Künstler, die, sagen wir mal, etwas zu zeigen haben, ja, also Musik, Theater, ja, also etwas, was möglicherweise normalerweise auf der Bühne oder sonst wie stattfindet, streamen zu können. Immerhin muss man sagen, ja, fast 500 Streams am Tag, also was läuft heute Abend im Internet, ja, kann man bei uns eben auf der Seite sehen. Was hältst du davon, generell von solchen Streamings? Du hast zwar gerade schon gesagt, so, du bist es eigentlich leid, aber wie, also habe ich es jedenfalls so verstanden, wie siehst du das, was sozusagen die Kunst und Kultur angeht? Es sind halt super Sachen dabei rausgekommen. Also ich habe ein paar wunderbare, wo man wirklich denkt, boah, was ist denn da für Kreativität unterwegs in diesem Land? Ich finde es schade, dass das so billig gehandhabt wurde. Also es ist ja schön, dass alle Kulturschaffenden Dinge ins Netz gestellt haben, dass die Leute mit Sachen gekommen sind, wo man wirklich dachte so, wow, was können die denn alle? Aber die Wertschätzung ist, glaube ich, dadurch nicht gestiegen, sondern plötzlich kannst du halt vom Wohnzimmer aus Theater gucken und es ist ein bisschen anders Atmosphäre, aber man ist es halt gewohnt, dass die funktionieren und dass die halt da sind. Und das, glaube ich, kann ein bisschen nach hinten losgehen. Ich fände es schön, wenn dieser Solidaritätsbeitrag und es gibt ja, also klar, gibt es Netflix und die ganzen Dinger, aber es gab ja auch andere Filme. Zeitlimit ist erloschen, sehe ich gerade. Es gab ja auch andere Filmplattformen, die dann halt 10 € Kinokarte genommen haben. Und ich hätte mir gewünscht, dass Menschen das mehr nutzen und auch eine Wertschätzung vor Künstlern damit zeigen. Das können wir dann hoffentlich in der nächsten Pandemie umsetzen. Also im Augenblick erstmal muss ich wirklich sagen, bin ich erstmal also froh, dass also ganz viele machen etwas und tun etwas. Und guck mal, ich hatte jetzt gesprochen mit der
Leiterin Bildung, Kultur, Wissenschaft von der Wikimedia Deutschland. Die ist die Mutter von der Wikipedia. Ne? Und da ist ja auch alles kostenlos. Du hast da Leute, die da Sachen einstellen und alle profitieren. Und irgendwie ja, findet sich sozusagen ein Weg, das auch abzubilden und auch die Freiwilligen wertzuschätzen oder man eine Haltung entwickelt. Natürlich muss der Künstler, die Künstlerin von was leben. Genau, und ich hatte wirklich diesen, also selbst bei mir war das dieses Wikipedia, als die plötzlich gesagt haben, übrigens, wir brauchen Geld. Natürlich ist das alles umsonst, wir wollen das weiter umsonst machen. Wenn ihr uns viel benutzt, bitte. Man braucht auch Geld, um Kunst zu machen einfach. Also ich genieße das total, die Sachen umsonst zu gucken und versuche aber auch immer wieder Sachen zu gucken, wo auch Geld fließt. Für die Lage bei der Qualität wollte ich nochmal sagen, das ist ja vieles, ist ja sehr improvisiert teilweise. Du und ich, wir haben jetzt in Vorbereitung auch das Interview ja auch, sagen wir mal, das Gerät gewechselt, weil das dann eben mit dem Handy besser, plötzlich irgendwie doch die Qualität besser war und so weiter. Ich glaube, da gibt es auch noch ein bisschen Luft nach oben. Also ich will nicht auf die Live-Veranstaltungen verzichten, so meine ich nicht, aber wenn wir uns sozusagen darauf vorbereiten, dass es vielleicht auch hybrid sein kann, also dass wir Streamings und Live-Sachen haben, vielleicht auch man kauft wirklich was. Also ich habe jetzt ein Streaming auf unserer Seite berlinalive.de gesehen, wo jemand, eine Band wirklich über Eventbrite Tickets verkauft hat, um damit man überhaupt den Link zu dem Stream bekommt. Ja, eben. Also alles halt neu und alles eigentlich auch super spannend. Hat auf jeden Fall viele Leute zu was gebracht. Also man musste einfach sein Hirn anschalten, wie man jetzt damit umgeht. Und das fand ich schon klasse, solange es gut gelaufen ist. Also auch ne, Unterricht. Meine Kinder rennen ja durch die Gegend die ganze Zeit. Plötzlich war alles zu Hause. War halt albern. In jedem Zimmer saß einer und hat irgendwie das Internet durchgemacht. Und zwischendurch kam mein Mann arbeitend immer mit, könnt ihr mal kurz alles abschalten? Ich kann nicht mehr. Aber ich fand es, als vorübergehende Maßnahme habe ich es halt echt genossen, dass wir alle hier sein durften. Ja, es ist eine interessante Zeit, ne? Finde ich auch. Ja. Mit Vor- und Nachteilen insgesamt. Du, ich will mal zum Ende kommen. Ich fand, das war ein Schlusswort. Ach so, ja, eigentlich schon. Aber ich will dich trotzdem noch eine letzte Sache fragen. Wenn sozusagen alle Regeln aufgehoben sind, alles wieder möglich ist, alles sozusagen du nicht nachdenken musst, ob du irgendwas machst, was aber eigentlich wegen Corona nicht möglich ist oder eingeschränkt ist. Worauf freust du dich am allermeisten, was... Da du mich kennst, weißt du wahrscheinlich die Antwort, ich fahre zu Mama und Papa. Also ich will meine Eltern halt wiedersehen. Die sind in Düsseldorf und die machen sich total lustig, das Übliche. So, mein Gott, irgendwas wird uns erwischen. Aber mein Papa ist über 80, meine Mama ist, Entschuldigung Mama, aber auf jeden Fall dick über 70. Und ich gehe das Risiko nicht ein. Und dafür gibt es ja eben auch Zoom, Telefonieren und so. Also da ist die Frage, wie lange ich da noch den Ball flach halte, bis ich da mal endlich hin war. Ich habe mit Andrea Spatzek, deiner Kollegin, gesprochen. Die sagte, dass sie jetzt ein Video gerade gesehen hat, wo eine Mutter ihren Sohn durch so eine Folie umarmt. Kennst du das? Ja. Also das gibt es jetzt auch in Altenheimen in Amerika, glaube ich, haben die das, wo jeder seine Arme irgendwie hat. Und heartbreaking. Und ja, ich möchte dich schon echt gerne wieder anfassen. Naja. Vielen Dank für das Gespräch, liebe Sibylle. Sibylle Bauri, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Friedrichshain, aus Friedrichshain und dir einen schönen Tag. Alles Gute, bis bald. Und dich drücke ich auch mal wieder, hoffentlich. Tschüss. Ja, ich freue mich drauf. Ciao.